Ich schätze mal, ich werde dann die nächste Offline-Zeit damit verbringen, die Drachenelzen zu suchen. Toll. Was könnten das für welche sein? Ich könnte jetzt nachgucken, aber es wäre langweilig. So, was rennt denn hier rum? Diabolos? Barot? Gut, nichts, was großartig Feuer speien kann. So, nimm deinen dummen Schild. Und gut ist. Komm, wir gehen auf Trainingstour. Hast du schon wieder eine Kiste? Ich hab's genau gesehen. Wilma böse. Wo sind die Items, hä? Zurücklegen. Jetzt geht mir das hier schon wieder auf den Senkel. Weg damit. Oh, ist da ein Fisch im Wasser? Merde. Na, doch, gefangen. Ich merke gerade, mein gesamtes Inventar ist noch voll mit dem Zeug, das wir für den Gigante dabei hatten. So ein Mist aber auch. Ja, die Dunkkapseln, ganz wichtig. So, ob Geronimo da ist? Vielleicht da oben auf dem Berg? Nee. Schade. Ich muss mal langsam die Förderplatzdinger. Ich hätte noch gucken können, ob ich den Talisman aufwerten kann. Mit der Belobigung. Vielleicht geht das ja. Wer weiß. Aber will ich eine Belobigung für so einen blöden Talisman opfern? Ich glaube nicht. Also, warte, 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 warte. Alte Schlammspur? Das ist Tarnung, Lomi? Merkt ihr das? Das muss von dem Drachenältesten stammen, von dem uns der Meister der Jagd erzählt hatte. Mhm. Könnte ein Gigante sein. Diese Hinweise sind ganz anders als die anderen. Wieso? Wir hatten bisher eine Fußspur, die sehr vertraut aussah und einen Fleck an der Wand. Bedrohungsstufe Lieder. Ach so, ein anderer Oh nein. Oh nein. 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 Bitte kein giftschleudernder Barot, dann bin ich hier ganz im Arsch. Scheiße. Ich habe beschlossen, jetzt keine Lust mehr zu haben. Na, kleiner Käfer, du. So, sollte ich mich nicht mit ihnen da hinten irgendwie mal verständigen? Hau, bin gekommen in Frieden. Was seid ihr? Hm, genau, das Gekritze sollte ich nämlich. Ihr müsst mich nicht angreifen. Ich soll doch das Zeug hier sammeln, Leute. Der macht halt Terror, ist mir doch Wurst. Nichts kannst du hier machen, ohne angefeindet zu werden. Okay, mal gucken. Wo läuft so ein Giftbarot lang? Da, wo Platz ist. Also nicht hier. Warum gehe ich denn hier lang? Weil ich gucken wollte, ob genau. Ich vermutete mal, dass hier eine Zeichnung zu finden sei. Gut wie ich bin.
Und noch mehr. Also gut, ich habe erwartet, dass in Höhlen eine ist oder so, aber hier sind ja gleich zwei. Finde ich noch was? Da oben drauf will irgendwas sein. Komme ich da rauf? Ja, aber nicht von hier unten. Aber wie sonst? Lassen wir das. Ich hätte schwören können, dass das nur eine Levelgrenze war, aber offenbar ging es dann doch darauf. Man merkt, ich bin hier nicht oft in der Gegend unterwegs, oder? Das Korallenhochland kenne ich mittlerweile in- und auswendig, also bis auf diese ganzen verzweigten Tunnel, in denen ich nie bin, weil die Legiana da nie lang fliegt, aber ansonsten? So kommen wir da vielleicht drauf. Dachte so, du kommst davon, wa, du kleiner Käfer, du. Ich würde gerne mal wieder irgendein seltenes Archiv mitfinden, einfach so nebenbei, am besten gleich mitten im Let's Play. Wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, aber egal. Da ist der Azuna Rattalos. Du hast das Gefühl, es ist eine Fährte, ja? Dann gucken wir noch ein bisschen. Mal, kommen wir hier rauf, ja, ne? Okay, hier war ich, glaube ich, noch nie oben. Ich war hier mit Bestimmtheit noch nie oben. Glaube ich. Ich wüsste nicht wann. Ja, das Meer ist hier nicht. Ein bisschen Honig? Ich habe jetzt irgendwie mit, weiß nicht, irgendwas gerechnet. Das hatten wir doch gerade, Zelda. Gold, Herkodrom, siehst du mal. Endlich mal wieder einen seltenen Käfer gefunden. Käfer, an die man nicht rankommt, sind immer sehr verdächtig. Krass, ist doch nicht so wie der Regenbogen, Herkodrom, aber egal. Ich hätte dafür trotzdem gerne eine Dings. Wie nennt sich das? Eine Trophäe. Ach, hier sind wir, okay. Aber nee, nicht so wirklich mein Gebiet. Aber ich weiß, hier unten gibt es auch noch... Es ist eine Razzia. Wir müssen uns hier nicht so in die Hose machen. Also was passieren kann, ist, dass er, naja, uns im Weg ist. Aber jetzt ist er schon wieder weg, oder? Auch gut, einfach abgehauen. So, war hier nicht mal so ein Zeug? Reicht doch nicht so, ihr macht mich nervös. Okay, wir sind jetzt einmal im Kreis gerannt. Ich habe doch keine Zeichnung von diesen komischen Katzen gefunden.
Geschweige denn, welche weitere Lieder spuren. Ich könnte mal provokativ einfach in das Gebiet rennen, in dem sich Barots rumtreiben. Lomi, mach mal. Dann trainierst du das ein bisschen. So, dieser Baumstamm hier ist auch sehr sinnvoll. Als ich den das letzte Mal benutzt habe, wurde er einfach weggebombt. Ihr könnt ruhig liegen bleiben. Macht euch keine Umstände. Ach so. Lomi. Okay, hast du schon überredet. Sehr schön. Will sich noch jemand mit mir anlegen? Gut. Alte Kratzer? Ah, hier. Könnten zum Diabolos gehören. Würde mich nicht wundern, wenn hier noch ein Schwarzer rumrennt. Ich würde jetzt hier eine Bombe setzen, aber ich lasse es lieber. Zumal ich keine dabei habe. Aha. Das Gute ist, es sind alte Kratzer. Das heißt, sie können nicht unmittelbar gefährlich werden. Nur all die anderen Monster hin sind. Schwarzer Diabolos, sage ich doch. Scheiße. Ich bin immer wieder raus und habe ein neues Monster entdeckt. Aber es ist nicht der Drachenälteste, es sind nur unbekannte Spuren, die ich immer weiter fülle. Okay, Stufe erhöht. Sammeln wir doch weiter, wobei bringt nichts, bevor ich nicht der Forschungsgruppe davon berichtet habe. Bleibt immer noch die Frage, zu was gehört das?
bisschen Scheiße einsammeln. Daraus kann man bestimmt was machen. Gold zum Beispiel. Können wir gucken, was wir kriegen, wenn wir das verkaufen. So, da oben ist wieder... Und da hinten ist er. Hallo. Ja Mann, ich bin voller Schildverteidiger. Yeah! Leg dich mit mir an und du bist dran. Wow. Ja, voll der Skill. Wow. Okay, die Fußspuren sehen nicht nach einem Barrett aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also die Barrett-Fußspuren schon, aber nicht die blauen Fußspuren. Das heißt, der Drachenälteste ist irgendwas anderes. Witzigerweise sehen die Fußspuren nach dem aus, was der Nährgigante hatte, aber den haben wir ja gerade umgenietet. Also würde das wohl kaum sein, weil sonst wüssten wir, dass es einer ist. Okay, wo könnten wir noch suchen? Im Höhlensystem. Da müsste ich nur mal hinfinden, ich kleiner Depp, ich. Aber ich glaube, wir sind gerade dran vorbeigegangen, also nicht so schwer. Ich kann es nur wieder nicht nehmen lassen, irgendwo runter zu krabbeln. Okay, das ist die Rathian, die da rumfliegt. Langsam werden das ganz schön viele Viecher hier. Na Leute? Immer noch keine Vorräte, ich merke schon. Warum nicht? Mhm. Sind wir hier nicht gerade reingekommen? Gut, dann gehe ich mal in Richtung Wasser. Wir sollten uns zwar woanders rumtreiben, aber mir doch Wurst. Klar, mit dem Wasser hast du Fußspuren gefunden. Ist Logo. Soll er dann mal ruhig weiterschlafen? Indessen gucke ich mal im Knochenhaufen nach. Ach ne, hier sind die Fußspuren. Wo ist denn der Knochenhaufen? Hier ist der Knochenhaufen. Hey Lomi, mach mal den Schildblödsinn.
Brav gemacht. Weiter, Lomi. Und ja, die Forschungspunkte sammle ich einfach nur ein, damit ich welche habe, damit ich halt kein Geld ausgeben muss für so einen Blödsinn wie Mahlzeiten. Oder andere Sachen, die man mit Forschungspunkten statt Mahlzeiten verwenden kann. Ja, ich weiß, du bist da oben. Toll, super, mach weiter. Na, Miauster, was macht ihr hier? Ah, ein Schildträger. Mhm. Sind wir jetzt also schon zu viert auf unserer kleinen Reise? Zwei Katzen, ein Kestodon und Zelda. Hallo! Ach, wie schön! Du hast dich schon du hast dich schon entschieden, mir zu helfen. Ich wusste, dass du die richtige Jägerin für den Job bist. Siehst du all die Wildtürme um uns herum? Die werden von Trägerameisen gebaut. Ich möchte, dass du welche für mich fängst. Ich brauche so viele wie möglich, weil sich nur in der Masse ihre wahre Stärke erforschen lässt. Ach, ich kann es nicht erwarten. Ich fange auch welche. Wenn du noch 9 fängst, habe ich genug. Bitte und danke, Helferin. Oh Mann. 9, ja. 1, 2, 3. Ich komme später nochmal wieder, ja? In der Tat weiß ich, wo noch mehr davon sind. Dann holen wir uns erstmal die. Und kommen dann zurück in der Hoffnung, dass die Viecher wieder nachgekommen sind. Ja, ich bin hier gerade total zielstrebig reingerannt, aber eigentlich wollte ich woanders hin. Das muss aber keiner wissen. Ja, in dem Fall lass es liegen. Wenn wir voll sind, dann bringt uns das auch nichts. Habt euch doch nicht so. Wir laufen doch nur an euch vorbei. Wie kann man nur so nervös sein? Hep. Schwarze Diablos wird den Ort bald verlassen. Super, dann haben wir ein Problem weniger. Altes ausgetrocknetes Fell und... Oh. Okay, da kann ich mir denken, was es ist. Kann ich mir denken, was es ist. Wenn es diese Fellfarbe hat, dann weiß ich da ziemlich sicher. Das ist das, was ich schon letztens im Tal der Ältesten erwartet habe und da nicht bekommen habe. Siehst du? Und noch einmal, dann haben wir da schon alles.
Heißt, ich renne jetzt bestenfalls zurück und werde da dann die restlichen an der gleichen Stelle wieder einfangen können. Halt. Noch mehr Fußspuren. Ja, wir gehen hier lang. In der Hoffnung, dass ich hier auch noch irgendwelche alten Fußspuren finde, aber vor allem tagsüber ist das immer so eine Sache mit dem Finden. Sind schon wieder neue Ameisen da? Perfekt. Oh, das muss jetzt aber reichen. Ein tolles Exemplar. Wow, du hast sie bereits gefunden? Danke, wunderbar. Das sollten mehr als genug für meine Forschung sein. Das hat keine Eile, aber wenn du in Astera vorbeikommst, könntest du der Ressourcenzentrale von unserem Fund berichten? Tut mir leid, normalerweise erstatte ich Selbstbericht, aber diese süßen Unterkiefer mit Scheren, die muss ich sofort studieren. Ja, ich sehe schon, das ist so eine ähnliche Macke wie ich. Dann gehe ich mal zurück nach Astera. Was? Nichts Besonderes gefunden? Wie kann das denn sein? Sonst wenigstens irgendwas? Weiß nicht, Schildpunkte höher oder so? Naja, ein bisschen. Ja, komm, ich will auf die Karte gucken, ob wir das, was unbekannt war, jetzt eingetragen haben, als da ist eins. Ich glaube schon. Aber mal sehen. Da muss ich auch mal langsam wieder in die Questliste gucken, was wir denn im Let's Play mal wieder erlegen könnten, was wir noch nicht erlegt haben. So ein schwarzer Diabolus gehört dazu. Aber ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass der so großartig anders ist jetzt. Ich meine, vielleicht ein bisschen stärker, aber egal. Objekte können geliefert werden, genau, Beutezug und so weiter. Hm. Ja, la la, bla bla. Hm. Cool. Untersuchungen, eine Menge Untersuchungen dazugekommen. Da muss ich bald mal wieder ein bisschen aufräumen, das werden gerade schon wieder zu viele. So, Lieferungen, kann ich irgendwas abliefern? Ja, 1000 Jahre alte Krabbe, siehst du, das haben wir vorhin vergessen, haben wir das, glaube ich. Die Lavabrocken. Bäh. Die komischen Barteln fehlen uns immer noch, aber egal. Was sagt der befristete Beutezug? Der sagt, ich bin schlecht. Gut, lassen wir das erstmal. Weiß. Waren da nicht eben noch ganz andere Monster? Gut zu wissen, dass die dauernd wechseln. Ja, genau das will ich nämlich nicht haben. Tiziako, Orugaron und Beetlejuice.
Lavasiot müsste ich auch irgendwann mal angreifen. Was haben wir hier? Im uralten Wald. Puke Puke und... dieser Basil Joyce, der ist irgendwie... Ist der überall? Der soll abhauen. Na gut, von meiner Seite aus als dann bis dann und wir sehen dann mal, was wir beim nächsten Mal machen, ne? Tschüdelü!